Hallo und herzlich willkommen. Das ist CypherPolex und im heutigen Video wollen wir mal Trafalgar den Boss thematisieren. An dieser Stelle auf jeden Fall Grüße an Makako gehen raus. Es soll natürlich heute darum gehen, was mit ihm passiert und warum sein Werdegang unglaublich wichtig ist. Ich meine, eine Sache ist klar, Laws kompletter Werdegang muss auf diesen Punkt hinauslaufen, anders geht's gar nicht mehr. Ich meine, seit neuestem haben wir auch erfahren, dass er eben das Dämonennamen trägt und natürlich, dass er sich jetzt auch die Suche nach dem ganzen Wissen des verlorenen Jahrhunderts macht. Und natürlich hängt das auch mit der Prophezeiung zusammen und mit der ganzen Declan-Thematik. Natürlich will er auch irgendwo seinen Platz in der Welt finden. Weil sind wir mal ganz ehrlich, Law hatte immer nur Schicksalsschläge. Sein kompletter Werdegang war von Trauer, Zerstörung, Leid und Tod geprägt. Das hat dafür gesorgt, dass er sich irgendwann dem gefährlichsten Verbrecher überhaupt angeschlossen hat, nämlich Don Quixote Doflamingo. Bester Charakter auf jeden Fall, muss ich an dieser Stelle sagen, aber gut. So oder so musste er halt dann seinen Werdegang mit ihm vollziehen und irgendwann war er nur von Rachegedanken erfüllt, wollte er den Doflamingos Imperium niederreißen, dann schlussendlich auch einen Kaiser besiegen, aber wie geht's denn jetzt mit ihm weiter? Er hat sich dann dafür entschieden, die nordöstliche Route zu nehmen und wir konnten nun aufgrund dieser Kartenthematik ja erfahren, wohin denn ihm sein Weg verschlägt. Und natürlich, sein Weg führt ihn nach Elban. Wir haben auch erfahren, Kid geht Richtung Bialf und Waffi nach Sphinx. Natürlich werden da jeweils individuelle Arcs entstehen, die wahrscheinlich sogar simultan abgehandelt werden, weil wenn Oda wirklich das Werk in 3 Jahren beenden will oder zumindest will, dass das One Piece in 3 Jahren gefunden wird, was immer mehr zum Vorschein tritt und Oda auch immer mehr bestätigt, auch in den neuesten Interviews wieder, scheint es halt wirklich so, als müsste jetzt ein bisschen rushen. Ich meine, wir hatten jetzt 4 Jahre lang Wano Kuni, das war anscheinend kein Problem, aber jetzt will man irgendwie 3 parallele Arcs in gerade mal wahrscheinlich dann, naja, 1 oder 2 Jahren abhandeln und dann die finale Saga starten, den finalen Krieg starten. Das macht irgendwie ehrlich gesagt wenig Sinn und wirkt auch ein bisschen arg unnötig. Ich meine, das ist so eine kleine Game of Thrones Thematik, wenn wir darüber mal nachdenken. Aber gut, wie dem auch sei, oder will das wohl so. Und deswegen wird natürlich auch klar, jetzt werden strukturell unglaublich krasse Ereignisse passieren, die natürlich One Piece komplett verändern werden. Und ein Charakter ist natürlich hierbei besonders wichtig und steht natürlich auch im absoluten Vordergrund. Und das sorgt natürlich auch dafür, dass die Story derartig abgehandelt werden muss. Und natürlich werden jetzt hier so viele Schicksalsschläge kommen, wie wir es uns nicht mal vorstellen konnten. Ich meine, allein die Tatsache, dass jetzt Leute wie Hawkins und Iso gestorben sind, zeigt auf jeden Fall schon, Oda geht in eine völlig neue Richtung. Und wie gesagt, heute thematisieren wir mal, wie es denn auf Elban weitergeht, was mit Law passiert, was simultan bei den anderen beiden passieren wird und wie natürlich Law's Storyline ausschlaggebend für den finalen Krieg sein wird. Und natürlich auch das Wissen, was er dann auf jeden Fall erfahren wird. Aber gut, bevor wir mit dem Video starten, erstmal natürlich ein Shoutout an meine Community. Ihr seid die beste Community, die man sich wünschen kann, muss ich immer wieder betonen, weil ihr seid wirklich der Wahnsinn. Wenn ihr mich auch weiter unterstützen wollt, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt fleißig Kommentare, auch immer wieder an die stillen Zuschauer. Mich freut das wirklich, wenn ihr euch zu Wort meldet. Und natürlich, wie immer noch, abonniert den Kanal. Und die gesonderten Grüße an die Agenten der Weltregierung, die Kanalmitglieder. Grüße gehen raus an Michael OP, Johnny, die Erdbeere, Mittmühldorf, die Eastblue, Marcel, Patrick, Flosen, Too Stylish For You, Nightcrawler. Kuss geht raus an euch da draußen, ihr seid die Besten. Im Namen der Gerechtigkeit, CPX bis in die Endlichkeit, in nomine Justitia. Viel Spaß mit dem Intro. Natürlich, Law's Route geht jetzt nach Elban. Es war auch irgendwo klar, Law hat sich halt natürlich die bestmöglichste Route ausgesucht, er hat natürlich ein bisschen besser kalkuliert. Kid und Waffi wollten ja beide die mittlere Route aufgrund irgendwelcher, naja, komischer Faktoren. Und dann wollte auch Waffi so ein bisschen seinen Kaiserstatus in den Vordergrund bringen nach dem Motto, ich bin hier der Kaiser, ich darf mir das aussuchen. Woraufhin natürlich Kid fast ausgerastet wäre, absolut geniale Szenerie, muss ich sagen. Aber gut, Law hat natürlich besser kalkuliert und er war sich natürlich auch seiner Sache so sicher, dass er auch Kid die Information mitgegeben hat, das Poneglyphen, was sehr interessant ist. Ich meine, Kid hat seine Information verschwiegen, dass er jetzt wohl gerade den Gebrandmarken sozusagen sucht. Hatte ich ja mal bereits in anderen Videos thematisiert. Ich glaube, es geht Richtung Gaban, weil es wird auch passen als letzter Wächter der Quentin sozusagen. Wie gesagt, guckt auf jeden Fall an dieser Stelle mein anderes Video dazu an. Aber gut, Law hat sich halt die beste Route ausgesucht, hat natürlich auch gut kalkuliert und ist wahrscheinlich auch wahnsinnig selbstsicher. Weil irgendwie Selbstsicherheit ist so ein kleines Charakteristikum, was Law immer wieder mit sich trägt. Und hierbei wird natürlich auch klar, Elban muss natürlich potenziell einer der gefährlichsten Arcs werden. Wir haben erfahren von Big Mom, Riesen werden wohl der ausschlaggebende Grund sein können, warum sie dann König der Piraten wird. Also sie dachte ja wirklich, mit einer Riesenarmee ist sie mächtig genug, um alles andere zu besiegen, hätte sich wahrscheinlich auch positionell über die Marine gestellt und das muss ja irgendeinen Grund haben. Weil ich meine, wenn wir nur von einem 1-gegen-1-Szenario ausgehen, nach dem Motto, eine Armee von 100.000 Riesen ist natürlich dann besser als eine Armee von 100.000 Soldaten oder 100.000 Gifters,
Deswegen ist das ein bisschen schwierig. Aber wenn es nur das sein sollte, reicht das für mich nicht aus, weil damit wirst du ja nicht König der Piraten. Hast du eine mächtigere Armee. Aber gut, eine Armee hat jetzt ein Whitebeard zum Beispiel auch nicht aufgehalten. Das ist ja jetzt nicht wirklich eine Konstante, die ihr ausschlaggebend ist. Und eine Unterzahl kann ja auch offensichtlich eine Überzahl besiegen, siehe Wano Kuni. Deswegen muss auf jeden Fall deutlich mehr hinterstecken. Und deswegen glaube ich auch, eine Riesenarmee hat nicht nur eben den potenziellen Quantitätsfaktor, sondern auch individuelle Qualität. Und wenn wir zum Beispiel von Charakteren wie Loki ausgehen, erwarte ich halt wirklich sehr, sehr viel. Allein von der geografischen Lage können wir davon ausgehen, Elban ist mit einer der zentralsten Punkte und mit einer der letzten Inseln, die hier vorkommen können. Das heißt, diese drei Inseln, Sphinx, Elban und Beehive, sind positionell gesehen die letzten Möglichkeiten, um halt nochmal so eine Abenteuer-Arc zu starten. Und wenn wir jetzt zum Beispiel Elban genauer betrachten, wird es natürlich auch klar, es ist mal wieder eine Anlehnung an die nordische Mythologie. Eine spezielle Anlehnung an den Götterbaum Yggdrasil, der wahrscheinlich dann in einzelnen Etappen aufgeteilt wird. Ihr könnt euch das vorstellen wie zum Beispiel Skypia. Es sind wahrscheinlich einzelne Plateaus, die natürlich von Plateau zu Plateau, was ja dann an Äste angelehnt ist, größer werden, vielleicht sogar mächtiger werden, vielleicht sogar klimatisch gesehen Änderungen hervorbringen oder halt auch andere Aspekte, die relevant werden könnten. Zum Beispiel verschiedene Rassen von Riesen, andere mächtiger, andere weniger mächtig. Ich meine ganz ehrlich, was wir bisher gesehen haben, lässt mich nur auf zwei Sachen schließen. Einmal natürlich, wenn wir zum Beispiel Boogie und Woogie betrachten, dass diese halt eigentlich wahnsinnig stark sind und damals halt nur aufgrund des, ja, One Piece allgemeinen Fortschritts so ein bisschen genervt wurden und jetzt natürlich mit einem extremen Boost wieder hervorkommen. Und natürlich Leute wie Hyrodin, dem man vielleicht sogar zuschreiben kann, dass er noch einer der Jüngeren und Schwächeren ist. Und wenn er einer der Schwächeren zum Beispiel ist oder einer der Schwächsten noch, dann würde es halt einiges erklären. Ich meine, er war rein kräftemäßig in der Lage, 10.000 Tonnen nach oben zu boxen. Das war schon eine krasse Nummer, aber in einem richtigen Kampfszenario sah das irgendwie eher läppig aus. Selbst ein Waffi hat ihn relativ locker umgehauen. Das war jetzt kein relevanter Gegner in irgendeiner Form. Wenn er aber, wie gesagt, einer der Schwächsten ist und die anderen halt dann deutlich stärker sind, dann ist natürlich wieder ein ganz anderes Ding. Gut, wir haben auch gesehen, dass Big Mom zum Beispiel einen der ältesten Riesenpiraten da mit einem Schlag umgebracht hat. Das kann man dann auch wieder auf sein Alter zurückführen. Ist ein bisschen schwierig. So oder so muss es aber irgendwie so eine Zwischenlinie geben von Riesen in ihrer Prime sozusagen, die vielleicht sogar Teufelsfrüchte nutzen. Ich meine, stellt euch mal eine Sache vor. Wir haben zum Beispiel bestimmte Tiere noch gar nicht. Eine Riese mit einer Soanfrucht. Also ein Riesentiger zum Beispiel. Allein vom Grundaspekt her müsste das eine Übermacht sein. Ich meine, wir kennen das Hauptcharakteristikum von Soanfrüchten. Man kann seine Physis unendlich erweitern. Und faktisch gesehen hat ein Riese ja auch schon eine immense Physis. Und das heißt, das zu erweitern ist schon bei einer minimalen Fortschrittsleistung unglaublich. Das würde natürlich auch bedeuten, mit diesem Fortschritt könnte man davon ausgehen, so ein Riese hat dann eine Übermacht. Ich meine, eine relativ gediegene Soanfrucht mit einem, ja, ganz guten Fortschritt reicht dann schon aus, um vollkommen überlegen zu sein. Und sowas erwarte ich dann hier auch. Zum Beispiel einfach eine Tigersoan und das geht natürlich auch mit den Kräften dann einher. Das würde halt schon vollkommen ausreichen. Oder ein Löwe, wir hatten derartige Tiere ja noch gar nicht. Wir hatten Säbelzahntiere, Leoparden, Geparden, aber das tatsächlich noch nicht. Und interessanterweise glaube ich tatsächlich, Soanfrüchte sind ja eine potenzielle Möglichkeit. Weil wenn wir mal realistisch sind, Logiafrüchte gibt es nicht mehr viele. Kann es ja auch gar nicht mehr. Allein von den Naturelementen her gibt es vielleicht noch Möglichkeiten wie zum Beispiel Plasma oder wenn man von ultraviolettem Licht ausgeht, vielleicht sogar irgendeine Form von Sternenstaub oder irgendeine andere Sache. Säure wäre noch eine potenzielle Möglichkeit, hat man ja damals auf Big Mom zurückgeführt, was natürlich dann nicht der Wahrheit entsprochen hat, weil es einfach nur Sabba war, aufgrund ihres immensen Hungers. Aber gut, Logia-Früchte kann man halt damit dann relativ gut ausschließen. Mystische Soanfrüchte gibt es sowieso anscheinend nur voll wenige, obwohl da jetzt total viele schon unnötig getroppt worden sind. Und natürlich eben die regulären Soanfrüchte. Wären ja die beste potenzielle Möglichkeit. Ich meine, Paramecia-Früchte finde ich ein bisschen OP. Wenn es dann wieder irgendwelche komischen Kräfte sind, die man vielleicht gar nicht mal wirklich einordnen kann, dann sind das eher Platzhalter als dann wirklich kalkulierte Kräfte. Aber allein eine Soanfrucht bei einem Riesen zum Beispiel könnte ausschlaggebend sein. Nehmen wir mal eine Piratencrew aus 5 Riesenpiraten, die alle Soanfrüchte nutzen. Das ist ja schon rein von der Physis her eine Übermacht. Und somit halt auch eine gute Möglichkeit. Deswegen glaube ich tatsächlich, dass es in diese Richtung geht. Aber gut. Lore wird auf jeden Fall dort ankommen und Lore zeigt jetzt auch schon stärketechnisch, auf welchem Level er steht. Und somit muss man es natürlich entsprechend einordnen können. Und wie gesagt, wenn man von Lore allein ausgeht, braucht man auf jeden Fall potenzielle Gegner, man braucht halt einen guten Arc, man braucht einen guten Aufbau und vielleicht sogar einen finalen Endgegner, der in der Lage sein könnte, ihn zu übertreffen. Ob das dann jetzt einer der Riesen sein wird, ist natürlich eine potenzielle Möglichkeit. Die andere Möglichkeit, die ich hier auch als realistischer erachte, ist tatsächlich, dass dort jemand auftauchen wird und nicht irgendwer. Wahrscheinlich wird tatsächlich Blackbeard dort auftauchen. Wir wissen, Law ist auf der Suche nach den Informationen des verlorenen Jahrhunderts. Er ist so eine Art Archäologe, wenn man es in diese Richtung bringen will. Im Prinzip erfüllt er auch Robins Funktion.
Wir haben jetzt erfahren, zum Beispiel durch Water Laughtail und durch einige Informationen über Blackbeard, dass er auch sehr viel Ahnung hat von Archäologie und sich auch speziell dafür interessiert. Also als so eine Art Hobby. Ist übrigens eine sehr coole Vorstellung, wenn man Blackbeard hier irgendwie mit so einem kleinen Hammer als Archäologen betrachten würde. Aber gut, so oder so führt das auf jeden Fall dann in irgendeiner Form zusammen. Wir wissen natürlich, Blackbeard sucht auch Informationen. Ich meine, allein das, was er über Vox schon weiß, zeigt schon, dass er wissbegierig ist, was das angeht. Und natürlich bringen ihm die Informationen auch was, weil er sieht natürlich einen potenziellen Machtfortschritt und Law sieht natürlich den Wissensfortschritt. Er will halt einfach nur Bescheid wissen, wo er halt steht. Und das heißt natürlich, die Prophezeiung der Ds spielt hier eine zentrale Rolle. Und man wird natürlich auch erfahren, dass jeder D hier eine zentrale Rolle spielt. Und man kann auch davon ausgehen, wenn Blackbeard hier seine Position erkennt, wird es wahrscheinlich in die Richtung gehen, dass er alle anderen Ds auslöschen will. Und wir wissen natürlich, die Informationen über Law sind noch nicht bekannt. Aber spätestens im Zuge dessen könnte es halt sein, dass sie bekannt werden. Und hierbei könnte ich mir ein Treffen zwischen Law und Blackbeard so wunderbar vorstellen. Weil eine Sache dürfen wir hier auf keinen Fall vergessen. Und das ist einer der wichtigsten Aspekte. Laws Frucht könnte im Prinzip die Unsterblichkeit bringen. Und wenn diese Operation nicht schon in der Vergangenheit zum Beispiel bei den Gorosei angewendet wurde, ich meine, gibt ja die Möglichkeit, dass zum Beispiel 5 Jahrhunderte lang jeder dann irgendwie einmal diese Unsterblichkeitsoperation bekommen hat und die dann alle aus verschiedenen Zeitepochen stammen. Ist auch eine interessante Möglichkeit, muss ich sagen. Oder natürlich Imsama himself, der halt auch diese Operation genossen hat. So oder so wird Unsterblichkeit auf jeden Fall schon mal nochmal eine Rolle spielen. Nur es gibt hier keine zentrale Möglichkeit, dass irgendjemand von den guten Charakteren diese Operation bekommen könnte. Wenn zum Beispiel ein Blackbeard, weil er irgendwie die Position kommt, Law zu erpressen, aber ich denke mal, jemand wie Law würde eher sterben, als eine Operation an einem Feind durchzuführen. Und somit glaube ich tatsächlich, es wird irgendwie zu seinem Tod führen müssen. Weil wenn es bis zum Ende hinausläuft und halt dann zum Beispiel Waffe in eine Gefahrensituation gerät, würde sich Law wahrscheinlich sogar aufopfern. Und ich meine ganz ehrlich, die Tatsache, dass eben One Piece in 3 Jahren abgehandelt werden soll, zeigt mir, dass es eine riesige Charakterwandlung mit einem genialen Entwicklungsprozess in der Phase gar nicht mehr geben kann. Das heißt ganz klar, selbst wenn Law dann irgendwie nach ewig lang hin und her und vielen Übergangs-Arcs dann die Position kommen könnte, die Entscheidung zu treffen und sich wirklich für Waffe aufzuopfern, was bei jetzigen Charakterstand noch überhaupt keinen Sinn macht. Und ich meine, es können ja nicht auf einmal wieder 4 Jahre vergehen, wo er sich dann komplett in einer anderen Situation sieht, es sei denn natürlich, es gibt einen Timeskip, aber daran glaube ich irgendwie nicht. Das heißt ganz klar, wir müssen Laws Charakterfortschritt so betrachten, wie er ist und auf dem jetzigen Stand, bis vielleicht in einem Jahr Inner-Universe-Zeit, macht es keinen Sinn zu sagen, dass er jetzt diese Operation durchführen würde, nur um Waffis Leben zu retten, egal was er letztendlich erfahren wird. Und selbst wenn er in diese Position kommen könnte, würde es auch aus der Story sich keinen Sinn machen, dass Waffi dann einfach unsterblich ist. Auch was das für Auswirkungen hat, das wäre einfach viel zu hoch gegriffen. Das heißt, die beste Möglichkeit ist tatsächlich, Law aus der Story zu entfernen. Es könnte halt wirklich sein, dass auf Elban, wie gesagt, derartig mächtige Leute auftauchen, die in der Lage sind, ihn zu besiegen. Ist für mich aber schwieriger, nachdem was wir bis jetzt gesehen haben, passt es für mich nicht so. Und es geht auch nicht in diese Richtung. Deswegen Blackbeard hier als Übergang sehe ich hier wirklich als absolut perfekt an. Weil ganz ehrlich, Beehive, da hätten wir jetzt die Möglichkeit, zum Beispiel mit Kid in Verbindung Blackbeard zu etablieren. Dann hätte halt Kid wirklich gegen jeden Kaiser gekämpft. Aber ich sehe eine andere Möglichkeit. Wahrscheinlich werden beide auf den Kaiser treffen, nur ich glaube tatsächlich, Kid wird auf Buggy treffen. Aus einem ganz, ganz einfachen Grund. Buggy sucht natürlich immer noch den Schatz von Captain Shawn. Wir haben damals erfahren, es ist auf einer Insel mit einem riesigen Totenkopf. Und natürlich wissen wir inzwischen, dass es Beehive. Und jetzt hat er halt die Möglichkeit, auch durch solche starken Leute den Schatz zu teilen. Wir wissen, er hat Schulden und deswegen muss er halt irgendwie an Geld kommen. Deswegen ist es natürlich ganz einfach. Wenn er diese Information mit Mihawk und Crocodile teilen kann, kann er sich dann selbst auch so ein bisschen in eine Schutzsituation begeben. Die können ihm dann vertrauen sozusagen und sie sind natürlich auch dann erpicht darauf, diesen Schatz zu finden. Und somit kann man hier Kid mit Mihawk, Crocodile und Buggy zusammenführen. Und Blackbeard ist natürlich auf dem Weg nach Elban, einfach aus denselben Gründen wie Law, um an Informationen zu kommen. Und das ist natürlich die perfekte Zusammenführung hier. Man kann dann vielleicht sogar Shanks später mit einbeziehen, aber ist glaube ich noch so ein bisschen übergangsmäßig. Sphinx ist natürlich was mit Edward Weevil und Markle zusammenhängt, um die Story zu beenden. Und somit passt es halt perfekt, dass halt dann wirklich Law auf Elban sein Leben verliert. Und Kid wird natürlich halt dann noch eine zentralere Rolle spielen. Aber gut, was denkt ihr? Schreibt es mal gerne in die Kommentare. Ansonsten ist dem nichts mehr hinzuzufügen. Im Namen der Gerechtigkeit, in nomine Justitia. Bis dato, bis zum nächsten Mal.